Luisa, ihr habt Platz 6 erreicht bei dieser EM. Schwieriges Spiel hinter euch, in dem ihr lange Zeit hinterhergelaufen seid, euch immer wieder zurückgekämpft habt. Wie hast du es wahrgenommen? Ich habe es als einen Rollercoaster wahrgenommen. Wir haben gesagt, dass wir dieses Spiel als eine Challenge sehen wollen für die Olympic Qualifiers, die wir spielen werden, weil Serbien auch sich qualifiziert hat. Wir wollten das Spiel mitnehmen, um eine bessere Platzierung zu haben. Haben wir jetzt leider diesmal nicht geschafft, aber ich glaube, wir können noch richtig stolz auf unser Team sein. Ich meine, wir sind das erste Team, das bei so einem Qualifikationsturnier mitspielt. Wir haben unser Bestes gegeben, wir haben alles raus auf dem Feld gelassen und ja, ich glaube, wir können einfach stolz auf uns sein. Ihr seid quasi von Platz 0 auf Platz 6 gestartet bei dieser EM. Kann man das als Cinderella-Story bezeichnen? Ich glaube, das auf jeden Fall. Ja, wir waren die Underdogs. Niemand hätte gedacht, dass wir bis zum letzten Tag hier bleiben. Und jetzt haben wir hier dieses letzte Spiel gespielt. Wahnsinn, ja. Was ist der nächste Schritt für euch als Team? Jetzt erstmal kurz recoveren, den Sieg jetzt genießen und ja, jetzt im November ist das nächste EM-Qualifikationsturnier. Ich würde sagen, das ist dazu wieder dieser Schritt von Null an, dass wir uns wieder qualifizieren und dann die nächste EM erreichen, da vielleicht sogar nochmal eine bessere Platzierung bekommen und dann im Februar das Qualifikationsfenster. Ja, dass wir alle so schnell wie möglich wieder zusammenkommen aus den Clubs, dass alle gesund bleiben und dass wir weiter an unseren Schwächen arbeiten und unsere Stärken noch stärker machen. Stichwort genießen, was geht heute Abend noch? Das bleibt alles hinter verschlossenen Türen. Sehr vernünftig, danke dir.